Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. Sei eine Pyramide SABC mit Höhe SC, deren Basis ein gleichschenkliges Dreieck ABC ist, das rechtwinklig in C ist und dessen Hypotenuse Quadratwurzel von 72 cm misst. Die Kante SA misst 10 cm. Auftrag: Berechne den Rauminhalt der Pyramide in Kubikzentimetern. Wir können all diese Angaben in unsere Zeichnung übertragen. Und was wir suchen, ist der Rauminhalt dieser Pyramide. Den berechnen wir durch ein Drittel mal Flächeninhalt von der Basis, das heißt von diesem rechtwinkligen Dreieck ABC. Dieser Flächeninhalt ist a mal a geteilt durch 2 und dann mal die Höhe h dieser Pyramide. Also ist der Rauminhalt gleich zu 1 Sechstel mal a Quadrat mal h. Wir brauchen also die Zahl a Quadrat und die Zahl h. In diesem rechtwinkligen Dreieck ABC ergibt der Satz des Pythagoras a Quadrat plus a Quadrat gleich Quadratwurzel von 72 im Quadrat. Also ist 2a Quadrat 72 und somit muss a Quadrat 36 sein. Jetzt brauchen wir noch h. In diesem rechtwinkligen Dreieck ergibt der Satz des Pythagoras h im Quadrat plus a im Quadrat gleich 10 im Quadrat. Also so. Und a im Quadrat ist 36. Demzufolge muss h die Quadratwurzel von 100 minus 36 sein, das heißt die Quadratwurzel von 64, also 8. Und somit können wir hier a Quadrat durch 36 und h durch 8 ersetzen. Somit finden wir als Rauminhalt der Pyramide 48. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 48. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.